Eine Mission haben wir noch und das ist die mit Andy. Weil die Labormission haben wir zwar auch mit Andy gemacht, aber das war ja mehr oder weniger zwangsweise mit Andy gespielt. Das war die Labormission und nicht seine. Okay. Ach ja, jetzt haben wir das. Helmut, Helmut, das schwarze Geschütz ist fertig. Verstanden. Danke, Kat. Jetzt mache ich sie alle platt. Du weißt, was, dass du das Versuchskaninchen meines sechsten Experiments bist? Ich weiß, ich weiß. Ich hab's versprochen. Schön, ich muss weg. Tschüssi. Und viel Spaß mit meinem Spielzeug. Ach übrigens, Maverick sagt, du sollst Orange Star unverzüglich erobern. Maverick sagt, ich soll erobern? Zermalmen. Ich werde sie zermalmen. Ich muss alle zermalmen. Mission 7, Andy am Zug. Verzeihen Sie bitte, Kommandantin. Co. Andy ist eingetroffen. Danke. Schicken Sie ihn herein. Hey Nell, wie geht's, wie steht's? Tja, ich mache mir Sorgen. Siehst du dieses riesige Geschütz? Wow, das ist ja gigantisch. Sowas habe ich noch nie gesehen. Auch ich wusste nicht, dass so ein riesiges Geschütz überhaupt existiert. Die Armee von Black Hole stellt dieses Mal eine richtig große Bedrohung dar. Ganz genau. Nell, lass mich das übernehmen. Max, was tust du denn hier? Komm schon, Nell. Es ist eine Nummer zu groß für Andy. Brauchst du jemanden mit meiner Stärke, um dieses Geschütz zu sprengen? Hey, das schaffe ich selber. Sei still, Andy. Krieg ist kein Spiel. Doch. Du wirst dir nur wehtun. Max, ich vertraue Andy. Er besitzt zwar nicht deine Stärke, aber er hat andere Talente. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, für eine Erfahrung zu sammeln. Na gut, aber komm dann nicht heulen angerannt, ich habe dich gewarnt. Hey Andy, bist du sicher, dass du das hinkriegst? Darauf kannst du wetten. Lehn dich zurück und staune, Max. Hey, was ist denn hier los? Hier sind fast keine Einheiten. Es ist dir überlassen, welche Truppen du einsetzen möchtest. Einsetzen? Du meinst, ich kann während des Kampfes Truppen formieren? Genau, das meine ich. Siehst du die zwei Besitzungen neben dem Hauptquartier? Das sind sogenannte Fabrikbasen zum Aufstellen neuer Truppen. Dort kannst du Bodentruppen auswählen und zum Einsatz führen. Wähle eine solche Basis an und drücke den A-Knopf. Am oberen Bildschirmrand ist ein Fenster eingeblendet, siehst du? Der Betrag 6000 zeigt die aktuelle Höhe deines Fonds. Die Fonds steigen mit der Anzahl deiner gesicherten Besitzungen. Pro Besitz verdient man täglich 1000 Münzen. Im Moment besitzt dein Hauptquartier zwei Basen und drei Städte insgesamt, also Fonds in Höhe von 6000. Verstanden, diese Fonds steigen, sobald ein neuer Besitz eingenommen ist. Ganz genau, Andy. Mit diesem Geld kaufst du neue Truppen. Wähle eine Basis an und drücke den A-Knopf, um eine Einheit auszuwählen, die du einsetzen möchtest. Die Zahl neben der Einheit ist ihr Preis. Vergiss nicht, eine Einheit kann erst am Tag nach ihrer Ausstellung agieren. Ach ja, das sollte funktionieren. Erhöhe zunächst deine Fonds, stelle also Infanterie oder Mechaneinheiten zu besetzen neutraler Besitzungen auf. Denke auch an TTP und oder T-Helis, um die Truppen weiter transportieren zu können. Zur Gefechtstaktik schlage ich vor, du setzt Jagdpanzer und Artillerie ein. Sobald du genügend Geld hast, empfehle ich den Einsatz von Kampfpanzern. Ist deine neutrale Fabrikbasis besetzt, kannst du dort Truppen aufstellen. Natürlich kann der Gegner dasselbe tun, also tröte nicht herum. Ich kontaktiere dich wieder, sobald ich Info über das Geschütz habe. Das könnte ziemlich brenzlig werden, aber gib einfach dein Bestes. Jetzt komme ich. Pass auf, Max. Ich werde dir zeigen, wie gut ich bin. So, unser Ziel dieser Mission ist, wir müssen dieses Ding hier zerstören. Und ihr seht schon, was das Ding hier für eine Reichweite hat. Meine Taktik werde ich hier kurz erläutern. Ich werde mich versuchen, auf diese Basis hier zu konzentrieren. Und werde von dort aus einen Raketenwerfer bauen, der das Ding hier dann zusammenschießt. Weil ich muss hier an dieser Stelle, kann ich es angreifen. Und mit zwei Raketenwerferschüssen ist das Ding besiegt. Das Ding hält nämlich genauso viel aus wie ein Kampfpanzer. So, erstmal rein in den T-Heli. Und jetzt brauche ich erstmal hier eine Infanterie und einen Speer. Du hast also einen Speer eingesetzt. Hier hat es keine Bedeutung, aber Speer haben ein weites Sichtfeld. Das ist sehr vorteilhaft im Kriegsnebel. Auch im Bewegungsrad ist es enorm und sie nehmen es leicht mit Infanterie und Mechaneinheiten auf. Eine sehr nützliche Einheit. Ja, weiß ich schon, weiß ich schon.
das war's erstmal von mir. Und, ist es fertig? Was? Das Geschütz? Nö, noch nicht ganz. Es dauert noch einen ganzen Tag, bis wir damit Feuer öffnen können. Ach wirklich? Dann heiz ich den besser selber ein. Okay, tschüssi, bis morgen dann. Andy, ich habe endlich etwas für dieses monströse Geschütz herausgefunden. Man nennt es das schwarze Geschütz. Seine Reichweite ist enorm und drücke den B-Knopf für mehr Info. Wir haben hier einen Prototyp für uns, deshalb feuert es nur jeden zweiten Tag. Es ist programmiert, dass es auf die stärkste Einheit feuert. Ich melde mich, sobald ich etwas über seine Schwachstellen erfahre. Verstanden. So. Den müssen wir weiter. Den Speer brauche ich, um den da oben mal ein bisschen zu stören. Und ich brauche auch einen Jagdpanzer. Ach ja, ihr habt es gesehen, wir können hier wirklich schon Titanpanzer bauen, weil wir ja die Fabrikmission gemacht haben. So. Andy, ich habe die Schwachstelle gefunden. Okay, wird auch Zeit, Nell. Ziele hier auf den Eingang, wenn das schwarze Geschütz angreift. Überprüfe den Cursor, um die Trefferpunkte deiner Einheiten zu sehen. Wenn du das schwarze Geschütz zerstörst, ist dir der Sieg sicher. Dieses Ding hat mich erst erschreckt, aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Viel Glück, Andy. Kein Problem, ich erledige das schon. Ja, ich kann es dir nochmal zeigen. Wir sehen hier die Trefferpunktzahl. Und, ja, wenn wir da mit unseren Einheiten draufballern, zieht das genauso viel ab, wie die Prozentzahl gesagt hat. So. Jetzt aber erstmal. Komme ich da? Nee, komme ich nicht. Jetzt erstmal dazu, dass wir den Helmut hier ein bisschen aufhalten. Weil den darf ich hier nichts besetzen lassen. Schwarze Geschütz ist für mich hier sowieso nicht allzu gefährlich. Er steht mitten im Nirgendwo. So. Damit drängen wir schon mal seine Basis hier ein bisschen, weil die muss ich auf jeden Fall mehr oder weniger besetzen, damit er da nichts rausbannen kann. Den Panzer habe ich jetzt eh gebaut, damit, falls er einen Mechaniker hat, dass ich da auch was machen kann dagegen. So, setzen wir hier das schon mal. Mehr werde ich nicht mehr brauchen. So. Dann machen wir den schon mal weg. Damit hat er keine Basis mehr, aus der er was produzieren kann. Hätte ich mir eigentlich die Flakeinheit auch schenken können. Brauchen tue ich sie jetzt eh nicht mehr wirklich. Genau 15.000, das ist gut. Ja, sogar der Panzer geht irgendwann auf neue Trefferpunkte, wenn er irgendwann nur noch mit Infanterie kämpft. Raketenwerfer.
damit die Flak auch noch was getan hat. Seine Armee ist ausgelöscht, ich muss hier allerdings das Geschütz kaputt machen. Und wie ihr seht, der Raketenwerfer kann dieses Feld hier schön erreichen. Also haben wir übernächste Runde gewonnen. Gerne noch einen Titanpanzer gezeigt, aber die werden wir sowieso noch früher oder später im Einsatz sehen. Weil bauen kann ich den momentan mit dem Geld, das ich hier gerade habe, nicht. Und das soll es gewesen sein. Yippie, gewonnen! Ich hab gewonnen! Ah, du hast es geschafft, Rotznase! Nenn mich nicht Rotznase, mein Name ist Andy. Was interessiert mich dein Name? Ah, ich darf keinen weiteren Truppen verlieren. Unter keinen Umständen. Rückzug, zurück zur Basis, neu formieren. Solange ich da bin, wird Orange Star kein Leid geschehen. Ja, Andy, alles in Ordnung? Max, na, wie war ich? Hast du alles mit angesehen? Ja, alles gesehen. Es war ein bisschen knapp. Was nennt ihr hier knapp, bitteschön? Ich habe hier nicht mal was verloren. Lediglich 2 Trefferpunkte von einem Panzer und einem Speer. Hey, die Panzer da hinten. Sind das etwa deine, Max? Das sind... Kommandant Max, wir sind wie vorhin sofort aufmarschiert. Niemand hat befohlen, dir das in die weite Welt hinaus zu besorgen, Soldat. Was denn? Eine Übung. Maschinen müssen mal wieder gewartet werden. Himmel, los Jungs, ab nach Hause. Weißt du, Nell, ich bin richtig froh, Max an unserer Seite zu haben. Ich auch, Andy. Ich auch. Mission complete. So. Es gibt schöne 300 Punkte wieder. Ich hab's geschafft. Hast du es gesehen? So, und jetzt kommen wir zu der einzigen Mission im Orange Star Bereich, die ich schwer finde. Nämlich die Fabrikmission.